Wie Künstler sich gegen Zensur und Unterdrückung wehren, zeigt Art of Freedom, Freedom of Art. Heute aus Uganda. Kampala, die Hauptstadt. Hier ist Homophobie ein großes Problem. Schwule und Lesben werden verachtet und gejagt. Dagegen kämpfen Hassan Kamoga mit seinem Film Outed und Kasha Jacqueline Nabagesera mit ihrer Zeitschrift Bombastic. Ein riskanter Kampf. Denn 2014 brachte Präsident Museveni sein Gesetz zur Bekämpfung der Homosexualität ins Parlament. Ursprünglich war darin die Todesstrafe vorgesehen. Internationale Proteste folgten und die Drohung mehrerer Staaten, Entwicklungshilfe zu streichen. Dann sollte lebenslange Haft die Höchststrafe sein. Aber der Gesetzentwurf scheiterte. Vorerst. Auf dem Weg zu Hassan Kamoga, einem Filmemacher, der einen riskanten Film gedreht hat, in den Suburbs von Kampala. Hassan kann Besucher nicht mehr in seinem Studio empfangen. Es wurde ihm wegen der Produktion des Films gekündigt. Der Film Outed beruht auf einer wahren Begebenheit. 2014 veröffentlichte eine Zeitung Fotos von Menschen, die als Homosexuelle denunziert wurden. Kamoga erzählt die Geschichte von Vida, einem Angestellten in einer Werbeagentur. Plötzlich wird er zum Gejagten. We are from the Special Investigation Department. We've been tracking you for a long time. Innerhalb eines Tages wird Vidas Leben zur Hölle. Er gerät in die Fänge mysteriöser Agenten, die sich als Polizisten ausgeben. Er wird gefoltert, erpresst, vergewaltigt. Dabei hat er sich nicht einmal zu seiner Homosexualität bekannt. Please stop. I'll even tell you other people I know. Please stop. Zeitungen in Uganda haben immer wieder die Gesichter von Menschen abgedruckt und haben die Leute animiert, die angeblichen Homosexuellen zu töten. Sie wissen gar nicht, was sie tatsächlich anrichten. Das hat mit professionellem Journalismus nichts zu tun. Ich möchte mit meinem Film all diese Gefahren aufzeigen, die Zeitungen verursachen können. Vita, mwana wake. Nirgendwo ist Vida sicher. Sein Foto in der Zeitung macht ihn zum Freiwild für den Mob. Hassan Kamoga hat diesen Film mit weniger als 4000 US-Dollar produziert. Nach dem Casting sprangen Schauspieler ab. Das Thema war ihnen zu heiß. Dann hat Kamoga mit Laien gedreht. Alle haben auf ihre Gage verzichtet. Outed gewann Preise auf verschiedenen internationalen Festivals. Nur in Uganda darf der Film nicht laufen. Das macht mich sehr traurig, denn ich möchte gern die Botschaft des Films hier rüberbringen. Aber ich komme gar nicht an ein Publikum heran, weil fast alle öffentlichen Einrichtungen sich weigern, den Film zu zeigen. Homosexualität gilt in Uganda als unafrikanisch und Diskriminierung gehört zum Alltag. Schwule und Lesben verlieren ihre Jobs, Wohnungen werden ihnen gekündigt, Ärzte verweigern ihnen die Behandlung. Die Redaktion von Bombastic. Eine neue Zeitschrift. Nur Eingeweihte wissen, wo sich die Redaktionsmitglieder treffen. Täglich gehen hier Berichte von der Verfolgung Homosexueller ein. In der Redaktion wird diskutiert, wie das nächste Cover aussehen, die nächste Schlagzeile formuliert werden könnte. Die Bombastikmacher haben Diskriminierung selbst erlebt. Sie wollen Gleichgesinnte ermutigen, mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben ungefähr 1000 Stories erhalten auf unseren Aufruf. Es waren sehr starke Geschichten. Aber schließlich hatten wir nur 96 Seiten. Alle Geschichten in der ersten Ausgabe sind von Betroffenen selbst geschrieben. Wir greifen redaktionell nur wenig ein. Wir wollen, dass die Menschen draußen verstehen, wie zum Beispiel eine Lesbe lebt oder wie eine Transsexuelle überlebt in Kampala. Bombastic finanziert sich über Crowdfunding. Dutzende Freiwillige haben die erste Ausgabe im Land verteilt. Sie war bald vergriffen und wurde in Eigeninitiative nachgedruckt, in einer Nacht- und Nebelaktion. Druckereien hatten den Auftrag zurückgewiesen. Kasha Jacqueline Nabagesera, Herausgeberin von Bombastic, hat die Homophobie in Uganda international angeprangert. Ich bin so oft geschlagen worden, dass ich es gar nicht mehr zählen kann.
Ich werde in den sozialen Netzwerken bedroht. Sie sagen, wenn sie mich treffen, würden sie mir den Kopf abschneiden oder mich überfahren. Ich muss immer vorsichtig sein. In ihrer Heimat wird sie terrorisiert, in Schweden bald mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Es gibt Hoffnung. Unsere Bewegung ist stark. Die Herausforderungen sind da, aber wir haben auch Erfolge. Wir machen weiter. Sich gegen Diskriminierung zu wehren, ist für Einzelne kaum möglich. Wenn Künstler und Journalisten jetzt öffentlich für Toleranz eintreten, wird hoffentlich langsam umgedacht in Uganda.